es ist notwendig, heute die Wahrheit auf den Tisch zu legen. Kommt die Wahrheit zu spät aus Ihrer Sicht, Herr Staudinger? Also ich finde es einerseits bemerkenswert, was der Kardinal Schönborn jetzt gemacht hat. Er hat zum ersten Mal dieses Schweigekartell im Vatikan durchbrochen und hat wirklich hochrangige Verantwortliche dafür genannt, dass der Fall Gore nicht aufgearbeitet wurde oder versucht wurde, vertuscht zu werden. Ich glaube aber schon, dass es zu spät kommt. Ich sehe auch jetzt kein Bedürfnis, den Fall Grohr zum jetzigen Zeitpunkt aufzuklären. Das wäre jetzt durchaus möglich. Aber ich sehe hier Ansätze, das Missbrauchsthema zu thematisieren und zu debattieren. Aber den Fall Grohr jetzt wirklich noch einmal zu analysieren und zu erklären, das sehe ich nicht. Nun ist gibt es ja massive Anschuldigungen gegen Hans-Hermann Grohr, den ehemaligen Wiener Kardinal. Ihm werden mehrere massive sexuelle Übergriffe zur Last gelegt. Jetzt ist er seit 2003 verstorben, konnte aber mehr oder weniger seinen Lebensabend unbehelligt im Kloster zubringen. Müsste man da nicht angehen, was der Herr Staudinger gerade angeregt hat, nämlich Aufklärung 15 Jahre danach und sagen, jetzt schauen wir uns genau an, was damals passiert ist? Ich glaube, erstens ist es schon ein altes Prinzip, innerkirchlich die Toten dann ruhen zu lassen. Es hat wenig Sinn, Tote vor ein heutiges Gericht zu stellen. Es hätte und sei für die Opfer es auch nur ein moralisches Sinn, ja? Gericht. Darüber hinaus sind auch viele andere Mitbeteiligte oder Mitbetroffene heute nicht mehr unter den Lebenden. Im Rückblick auf das Jahr 1995 kann man sich natürlich die Frage stellen, was hätte man damals anders machen können? Und das ist eine Frage, die auch in der katholischen Kirche in Österreich immer sehr ernsthaft diskutiert worden ist. Es hat nicht nur Bestrebungen gegeben, eine vatikanische Untersuchungskommission einzusetzen. Es hat auch in Österreich, auf österreichischer Ebene, Bestrebungen des damaligen Vorsitzenden der österreichischen Bischofskonferenz, Bischof Weber, gegeben, einen Waisenrat einzusetzen, der sich mit der Causa Grohr auseinandersetzen sollte. All dies ist natürlich nicht möglich gewesen. Wahrscheinlich auch deswegen, weil das erste Mal war, dass ein solcher gravierender Fall öffentlich wurde. Mhm. Und niemand hatte Erfahrungswerte dafür, wie kann man mit einem solchen Fall umgehen. Aber es gibt ja einen Bericht über den Fall Grohr, der aus der Visitation im Stift Göttweig hervorgegangen ist. Der liegt im Vatikan. Was hindert die Kirche daran, diesen Bericht jetzt, 15 Jahre danach, mal zu veröffentlichen? Gut, natürlich gibt es im Vatikan wie überall auf der Welt eine Archivsperre, die normalerweise 60 Jahre beträgt. Darüber hinaus war natürlich diese Untersuchung des Benediktinerordens über die Vorgänge im Stift Göttweig im Jahr 1998, die vom damaligen Erzabt Runne durchgeführt wurde. Das war natürlich eine ordensinterne Untersuchung. Also hier müsste man in erster Linie mit den zentralen Instanzen auch des Benediktinerordens reden. Übrigens sind im Augenblick 87% der Ansicht, dass diese Offenheit bezüglich des Fall Grohrs beziehungsweise diese Anschuldigungen gegen Angelo Sodano, er habe damals zur Vertuschung des Falls beigetragen, zu spät komme. Da sagen 87% ja. Da hätte man schon früher den Mund aufmachen müssen, dann hätte man vielleicht noch was ins Rollen bringen können. 13% wissen auch jetzt die Offenheit von Kardinal Schönborn sehr zu schätzen. Wie sehen Sie das? Ich denke, es wäre natürlich klug gewesen, es früher sozusagen zu veröffentlichen und bereits nach dem Fall Grohr intensiver auf die Suche zu gehen, gibt es noch weitere Missbrauchsfälle, ja oder nein. Trotzdem möchte ich sagen, es ist besser heute, das öffentlich zu sagen, als überhaupt nicht öffentlich zu sagen. Mhm. Es gibt jetzt so etwas wie eine Chance, dass man in der Kirche über eine Neustrukturierung der Kurie nachdenkt und hoffentlich dann auch zu einer Neustrukturierung kommt. Denn wir haben nichts von Worten, was uns weiterbringt, sind Taten.